Jens Niemeyer probt für den Wettkampf. Der Bundeswehrsoldat tritt im Kugelstoßen bei den Invictus Games an, den Weltspielen der Kriegsversehrten. Dem 42-Jährigen geht es heute nicht nur um sportlichen Erfolg. Seine Teilnahme ist für ihn auch ein Schritt auf dem Weg zurück ins Leben. Noch weiß Niemeyer nicht, dass er heute an seine Grenzen gehen wird, wieder einmal. Ich hoffe, dass ich die Trainings weiter irgendwie hinkriege. Ja? Und ansonsten ich alles auf mich einwirken lassen, was da kommt. Es wird alles positiv sein. Das Maskottchen kommt mit? Das Maskottchen kommt mit. Auf jeden Fall kommt das mit, natürlich. Für Niemeyer und seine Teamkollegen sind es die ersten Invictus Games in ihrem Heimatland. Alle Athletinnen und Athleten, die hier antreten, wurden im Einsatz verletzt, körperlich oder psychisch. Niemeyer leidet nach mehreren Auslandseinsätzen an einer posttraumatischen Belastungsstörung. Der Sport ist ein Teil seiner Therapie. Es gibt Strukturen, es gibt die Sicherheit. Du hast eine Aufgabe, du hast ein Ziel, auf das du hinarbeiten kannst. Du lernst, deine Ziele eben so zu setzen, dass sie realisierbar sind, dass sie erreichbar sind. Ja. Natürlich schlägt man auch mal über die Stränge, aber es ist eben ein Lernprozess. Aber unterm Strich heute muss ich sagen, ist das das Beste an Therapie, was mir hätte passieren können. Ja. Die Idee zu den Invictus Games hatte Prinz Harry. Der 38-Jährige diente als Hubschrauberpilot der britischen Luftwaffe in Afghanistan. Er selbst kämpfte nach seinem Fronteinsatz mit psychischen Problemen. Mit den Invictus Games will Harry Veteraninnen und Veteranen sowie ihren Familien Aufmerksamkeit verschaffen, sie bei ihrer Genesung unterstützen. Guten Abend zusammen und herzlich willkommen zu den Invictus Games 2023 hier in Düsseldorf. Jens Niemeyer lernte den Duke of Sussex vor einem Jahr persönlich kennen und war beeindruckt. Jetzt traf er ihn einen Tag vor seinem Wettkampf im ZDF-Sportstudio wieder. Das ist ganz normal, ist ein normaler Mensch. Und wir haben uns bei One Year to Go schon mal getroffen und das hat er auch gut in Erinnerung behalten. Und somit war es gestern nicht so schwer, die Verbindung wiederherzustellen. Es war eher sehr lustig, sympathisch, nahbar, ja, aber auch tiefgründig. Bei den Spielen in Düsseldorf treten insgesamt mehr als 500 Soldaten und Soldatinnen aus 21 Ländern an. Zum ersten Mal sind auch verletzte Polizisten und Feuerwehrleute dabei. Jens Niemeyer hat sich monatelang auf den Wettkampf vorbereitet. 12,17 Meter, das ist seine Bestleistung aus dem Trainingslager. Und an diese Weite will er so nah wie möglich herankommen. Drei Versuche hat er im ersten Durchgang. Sein Bester landet immerhin bei 11,66 Meter. Ja, ich bin gerade auf Platz 3, wie auch immer das passieren konnte, aber ja. Vor 3 Jahren, vor Beginn seiner Sporttherapie, waren solche Leistungen noch undenkbar. 2010 kehrt Niemeyer aus seinem letzten Einsatz in Afghanistan zurück. Als ich zurück war, haben einige Kameraden auch gesagt, dass ich nicht mehr der bin, der ich vorher war. Ich habe das nicht so wahrgenommen und auch nicht so wahrhaben wollen. Dass einfach anderen Kameraden deutlich, deutlich schlechter ging. Oder auch jenen, die den höchsten Preis halt gezahlt haben und halt gefallen sind. Und da fand ich meine Belange jetzt nicht so wichtig gegen. Niemeyer ist süchtig nach Tabletten, nach Sport. Er macht eine Ausbildung zum Erzieher. Doch er kennt sich selbst nicht wieder, denkt an Suizid. Immer wieder wird er an seine traumatischen Einsätze erinnert, durch sogenannte Trigger. Das können Geräusche sein, das können Gerüche sein, das können Berührungen sein. Das kann ein Pfeifen sein, das kann ein Schrillen sein, das, wenn Besteck runterfällt, wenn Glas zerbricht. Das Grillgerüche, das ist, ja. Und das ist es eben, wo man versucht in der Therapie mit dir Werkzeuge zu erarbeiten, damit umzugehen, dass sie Triggermomente vielleicht da sind, aber du die auch eben kontrollieren kannst und nicht die Triggermomente dich kontrollieren. Unterstützt wird er von Therapeuten und als Trainerin von Christina Schwanitz, einer ehemaligen Welt- und Europameisterin im Kugelstoßen. Das sind meine ersten Invictus Games und ich bin total begeistert mit der Mischung aus Sportdisziplin, Leidenschaft, Regeln, aber auch Spaß, Leidenschaft, Verarbeiten, Familie, alle, die damit dazugehören, mit ins Boot reinholen zu können. Das ist unheimlich wichtig für die Menschen und auch alle drumherum. Und auch das sind die Invictus Games. Kriegsgerät, Militärausrüstung und viele Uniformen. Soldatinnen und Soldaten werden hier als Helden gefeiert.
In Deutschland äußerten Kriegsgegner Kritik an den Invictus Games. Die Spiele würden den Krieg verharmlosen. Für die Sportlerinnen und Sportler ist das heute kein Thema. Sie freuen sich miteinander, selbst im sportlichen Wettkampf gegeneinander. Und unterstützen sich, wenn es mal nicht rund läuft. Jens Niemeyer kommt nicht mehr an seine Bestmarke heran. Noch schlimmer, er verletzt sich bei seinem vorletzten Versuch. Eine Leistenzerrung. Doch aufgeben will der Zevener nicht. Er ist am Ende seiner Kräfte, kann aber auch schon wieder lachen. Die 11,66 Meter aus dem ersten Durchgang reichen für Jens Niemeyer zum dritten Platz im Kugelstoßen bei den Invictus Games. Ich bin irre dankbar und irre glücklich über die Chance und dass es so weit gekommen ist und dank der Kameraden und diesem Spirit, dass die mich getragen haben. Das ist alleine, wäre das gar nicht möglich gewesen.